Tja. Und zwar um gegen 7:23 Uhr. Ungefähr. Plus minus. Der Regen hat aufgehört. Das stört mich jetzt nicht so sehr oder hilft mir auch nicht so sehr, was auch immer. Hier baue ich auch noch eine Torch hin und hier. Was mich jetzt mehr noch interessiert, ist hier unten, naja. Ich glaube, die sind hier oben ein bisschen beschäftigt damit. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Was jetzt an Nomaden dazu kommt. Null. Okay. Habe ich, glaube ich, wenn jetzt nicht gestorben sein sollte, wäre das wohl in etwa zu erwarten gewesen. Denn was man an Wert dazu kriegen muss, ist so ein exponentielles Wachstum. Und dann noch ein bisschen Zufall. Von daher, wenn ich schon 23 habe. Könnte es da, teilweise sein. Naja. Es könnte sein, vom Zufall her, dass man sowohl 5 dazu bekommen könnte als auch 0 die oder so. In Extremfällen. Denke ich, wenn ich das so halbwegs richtig sehe. Okay, jetzt vielleicht noch ein paar Fallen. Was habe ich denn noch gerade an Barren mal so gefragt? Ich habe Bronze, Malachit habe ich auch ein bisschen. Sagen wir Malachit. Um.
mache ich mal eine und so ungefähr. Und es sieht auch mit der Forschung schon wieder, wir haben schon wieder zwei Drittel, würde ich behaupten. Von daher, ja. Die kommen natürlich hier jetzt auch noch mal ein paar Torches mehr. Tja, da muss auf jeden Fall da unten noch irgendwo, sagen wir mal, hier eine hin und naja, wenn da ist, da steht schon, die liegt da nur rum, das ist alles. Moment. Okay, ich denke, das sieht ganz gut aus, so, wenn das denn so funktioniert und alles. Wie? Keine Eier mehr.
Dann so. Dann so. Halt. Das hier braucht auf jeden Fall eine niedrigere Priorität, ja. Das muss ja wohl klar sein. Genauso hier. Mein Gott. So macht das ja gar keinen Sinn. Ja. Naja, wenigstens weiß ich's jetzt. Okay, die Lebensmittel erhöhen sich wieder. Sehr gut. Die Blade Trap. Meinetwegen auch so. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Okay,
Wie geht's denn meinen Squads eigentlich? Die müsste ich ja schon mal langsam. Ich kann hier echt nicht direkt nachschauen, was die an Ausrüstung haben. Naja, gut. Naja, da fehlt jedenfalls was. So viel ist klar. Was sollen denn die Crossbow-Leute eigentlich haben? Lederzeug, wirklich? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich mir gar nicht so sicher. Auf dem Kopf wenigstens was Vernünftiges. Das ist das Mindeste. Ja. Oder ich muss sagen, einfach mal Annie. Ah, nein, warte. Sehr falsch. Der Cross. Cross soll Annie nehmen. Genau. Die jedenfalls, die brauchen ja Arme, Hände und Back. Was kommt denn an Back, bitteschön? Ach so, nee, das Back ist ja nur der Quiver, genau, richtig. Oder? Head, Body, Arms, Legs, Hands, Feet, ja. Hier fehlen Arms, Hands. Arms wären natürlich Paul Wern, genau.
Okay, so ist gut. So ist gut. Okay, davon kommen noch zwei, bitte. Und davon noch drei. Okay. Ja. Ach nee, da habe ich schon eine. Dann brauche ich eine davon weniger. Gut. Möglicherweise. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre es, naja. Trotzdem nicht verkehrt, hier noch so einer hinzusetzen. Und in dem Fall, naja. Wären mehr Blade Traps gar nicht mal so schlecht. Blade Traps haben halt eine höhere Reichweite und so als, aber haben das dafür eine niedrigere Rüstungsdurchdringung als Spike Traps. Der Schaden ist der gleiche. Aber Rüstungsdurchdringung ist halt auch schon was wert, ne?
Eine ganze Menge sogar, wenn man, wenn es so zum Beispiel um Mens geht. Es gibt nur einen Goblin. Kingdom. Ich habe relativ wenige Schädel, wie es aussieht. Naja, die meisten habe ich anscheinend zu Helmen verarbeitet. Naja. Er ist fertig, oder? Ja. In der Tat. Ich sehe gerade. Wieso wurden so viele Bandagen hergestellt, wenn doch ich werde das mal canceln. Für den Moment. Anscheinend macht er das trotzdem, obwohl es als letztes steht. Und das habe ich mir so nicht gedacht. Ganz und gar nicht gedacht. Needs Coal. Haben wir denn keine Loks mehr? Offenbar nicht, nee. Dann fällt die hier mal. Warum nicht? Allerdings können wir das hier gerade auch mal abbrechen, weil kümmert euch lieber mal hier rum. Und darum, dass ihr dann mehr Loks habt. Das wäre ganz nett.
Im Grunde kann ich es vielleicht mal beschleunigen. Es sind Birken, ne? Ja. Ja, ich brauche mehr Pharma. Ich schaue mal, ob ich hier vielleicht ein bisschen Silber noch finden kann für zusätzliche Silberstatuen und sowas. Oder vielleicht für einerseits hier in den Schlafräumen. Erstmal in den Schlafräumen natürlich. Dann sind die Farmer ausgeschlafen und können mehr shoppen. Und gleichzeitig erhöht es den Wert. Und beides ist natürlich von Vorteil. Oben wird es nur geringfügig mehr bringen. Also von daher baue ich sie lieber unten ein. Also nur geringfügig mehr vom Wert, aber gleichzeitig eben kein nichts vom Schlafen her. Von daher bevorzuge ich es dann doch, die hier einzubauen. Bei weitem. Was schon wieder Saving?